David. Halt den Mund. Es tut mir alles so leid. Ich hab gesagt, du sollst den Mund halten. Ich weiß, du hast allen Grund, auf mich wütend zu sein. Ich bin nicht wütend auf dich. Ich hasse dich. Bitte mach jetzt keinen Unsinn. Du hast mein Leben zur Hölle gemacht. Was unverzeihlich ist. Und jetzt? Jetzt hast du es komplett zerstört. Die Frau, die ich liebe, die hat Angst vor mir. Und mein Kind, das werde ich nicht aufwachsen sehen. Deinetwegen. Bitte sag mir, was ich tun soll. Bitte gib mir eine Chance, dass ich das alles wieder gut machen kann. Du setzt dich jetzt dahin. Und dann schreibst du ein Geständnis, in dem du alles, wirklich alles aufschreibst, was du jemals getan hast. Und dann gehen wir damit zur Polizei. Jetzt schreib. Ich gestehe gar nichts. Beatrice, ich warne dich. Dann musst du mich eben umbringen. Mich und deinen ungeborenen Bruder. Aber ich glaube nicht, dass du das kannst. Und auch nicht willst. So ist gut, David. Und jetzt lass uns bitte... Aufmachen, Polizei! Frau Hofer, öffnen Sie die Tür! Zum letzten Mal, öffnen Sie die Tür! Moment, ich muss mir noch was anziehen. Los, schnell. Durchs Fenster im Bad. Was? Mach schon. Geh, David. Ich komm schon. Was gibt's denn so Dringendes? Ist Ihr Sohn bei Ihnen? Hat er Sie bedroht? Hier ist alles in Ordnung. Ich habe David bei den Stallungen getroffen und das Messer war plötzlich weg. Er ist auf jeden Fall nicht hier. Aber wenn ich erfahren sollte, wo mein Sohn ist, gebe ich sofort Bescheid. Schon in meinem eigenen Interesse.